Ich muss irgendwie lachen, Digga. Er wollte mich verarschen gerade. So, Ladies and Gentlemen, Habibis, Dankeschön fürs Einschalten. Ich küsse eure Herzen. Willkommen in unserem Kinosaal. Also, ich bin sehr, sehr gehypt. Ich bin nicht einmal rein und hab's mir angehört. Ich habe extra bis jetzt gewartet. Und achtet nicht auf meine Nase, die ist verstopft. Keine Ahnung warum, ob es eine Allergie ist oder ich eine Erkältung habe. Ich weiß es nicht. Aber, wie wir sehen können, hat nicht nur Bösemann gestern einen Diss-Track gepostet, sondern auch Farid Bang, okay? Ich rede jetzt gar nicht lange rum. Ich habe heute einiges zu tun, deswegen gehen wir sofort in die Sache rein. Ich würde sagen, ihr genießt die Show. Lasst es euch schmecken, ich sage, let's go in the window. Wir fangen erst mit Bösemann an, weil darauf haben wir gewartet. Bevor wir in den Diss reingehen, will ich mal gucken. Tran Achim wird auch erwähnt. Okay. Keiner hat erwartet, dass der Diss doch so gut wird. Wow, das ist ein Top-Kommentar. Farids Mutter wird öfter, oha, oha, auf meinen Nacken hast du Hype deine, okay, das ist ein, egal, wir lesen gleich die Kommentare nochmal, aber wir hören uns erstmal den Diss-Track an. Oh, Farids Maske ist schon mal am Stissele, Dissele. Ich muss irgendwie lachen, Digga. Ich erzähle euch die Geschichte, sie ist wirklich wahr. Über Farid, der mit 14 ein Stricher war. Und jetzt ist er meine Familie in Songs, doch meine heilige Mutter hat Krieger geboren. Böse Mann. Oh, okay, also du hast hier richtig Hass dabei. Komm, denk an, welchen Rücken du bringst. Böse Mann kommt, jetzt ist der König zurück. Aber das war der gleiche Anfang wie bei Bushido, ne? Böse Mann kommt und es sind Mütter. Du kleiner Hund. Bring dir deine Kinder zurück! Farid Bang! Mann, ich hab gedacht, ich muss nicht schneiden und stumm. Ah! Aber ist doch nur ein Diss-Track, ist doch sportlich, YouTube. Mein Name ist Eckart Schmitz, denn er hat mal deine Kinder in sein Bett geschickt. Und danach selbst gef***t für was Cent gekriegt. Du bist wie deine Mutter, denn du hattest Rentner drin. Oh, oh mein Gott! Shit! Farid, du sitzt so mit Männern halbnackt. Denn du hast es für Geld und von dir selbst ausgemacht. Du dieser Beef wird giftig, denn aus 76 Kerben mach ich 77. Ich durch 7. Das Ding ist, sein Text ist gar nicht mehr für einen Diss-Track schlecht, ne? Aber Bösemann ist so, ja, das ist zu aggressiv, ich versteh's fast nicht. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, ich schalte mir jetzt einmal hier Untertitel an, das ist nicht mal böse gemeint oder so. Einfach, um ein bisschen mitzukommen. So. Ich bin nicht kein Stich in die Wand, wer hast du mit Opas? Alle. Deine Mutter, die ne Ekel auf den und ihr Sohn bringt kleine Kids als Serie vergessen. Alter, ey, okay, Untertitel verrät was. Der sagt China, die sagen Thailand. Aber ey, also, das ist wirklich heftig hier, wie gedisst wird. Deine Mutter, der mich nicht enttarnt, aber hast du ein verschrumpeltes Gesicht. Diese Hunde geht an mich, bin in dein Blut gedrungen. Bin zwar heterosexuell, du Jugend. Bei dem Hof muss ich wirklich grinsen. Guck mal. Bösemann, ja, wenn wir so ein paar Jahre zurückgehen, hat eigentlich nicht so jeder gekannt, ne? Und jetzt disst er sich mit Farid Bang, Digga, gegenseitig. Das ist Promo. Das ist Promo. Ich bin er. Paradox, denn ein schwuler Rap von deine Mutter hat für dich geackert und das eine lange Zeit, dass du was im Magen hast. Und das ist deine Dankbarkeit. Farids Mutter ist... Boah. Ja, also gar nicht mal so schlecht. Und ich muss ehrlich sagen, wir müssen die ab und zu stoppen, ansonsten haben wir ein Copyright drin, ne? Also nicht wundern. Ich weiß, viele ärgern sich immer, dass ich so oft stoppe, aber es muss. Oh, der macht auch noch Werbung im Diss-Track, Digga. Er weiß ganz genau, dass das ganz viele Klicks bringt, deswegen macht er seine Werbung. Ist Datteldealer Bösemann sein, gehört das ihm? Weil Datteldealer hat mich auf Instagram angeschrieben. Jetzt an Ramadan könnten die mir eigentlich schon irgendwelche Datteln schicken, Alter. Weißt du, wie ich meine? Vor allem, wenn das sollen ja gute Datteln sein, habe ich mitbekommen. Hast du schwule Männer zufällig getroffen? Sie hat mit ihrer und ich hoch für die Worte, die
die du sagst, gib sie Kugel in dein Herz. Farid, du machst deine Kinder zu. Ohne dabei mit der Wimper zu zucken, du hast. Also ich muss ehrlich sagen, ein bisschen too much mit dem, wir hören gerade nur noch Mutter, Mutter, Rentner, Mutter, Strich, dies, das, Kinder. Also jetzt werden sogar Kinder mit eingemischt. Deine Kids und Onkel gelockt in sein Heim, denn du Täter und Opfer zugleich. Wir sind jetzt hier im Matheunterricht, denn du hast diesem Erik fast den kleinen Jungs geschickt. Insgesamt hat der Erik um die 200 Opfer, umgerechnet heißt 7% kamen nur durch dich. Ich sage euch ehrlich, böse Mann, Diss, okay, tamam. Aber ein Diss-Track muss ein bisschen entspannter sein, ja. So ein bisschen trocken. Der muss trocken kommen, Digga, wenn du Diss, meiner Meinung nach. Ich dreh mit deiner Mutter ein Video, während des Gino. Du abgenommen, rund 15 Kilo. Deine abgebrannte Leiche wird verbuddelt im Friedhof. Deine ich höre nur Haarmutter, Haarkinder, was anderes höre ich gerade nicht mehr. Es hat nicht schlecht angefangen, aber ein bisschen nachgelassen, muss ich ehrlich sein. Nochmal Werbung für Datteln. Bei die rote Lederjacke. Und wenn wir uns sehen, du ziehst du dich mein Penis rubbeln. Was für Ghostwriter, du wolltest verbrennt doch selbst. Ja, also... Ich muss ehrlich sagen, das meiste, was mir gefällt, sind die M-Steps, ne? Auf seinen T-Shirts oder auf seinen Handschuhen. Weil wir haben die ja hier zu Hause. Ja, und nicht gedruckt, sondern echt. Tyson, Champ, Kuku, komm bitte hierher. Sei Songschreiber! Ich hab drei Kämpfe gehabt! Hast du der Zeit drei gesagt? Also meiner Meinung nach ist es auch so, wenn man nur die ganze Zeit beleidigt, 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 ist so irgendwo auch die Luft raus. Der Kampf gegen mich und du fällst in der ersten Sekunde. Du flänzt vor Panik, weil du Lustknabe weißt. Du hast den gleichen Werdegang mit deiner Mutter geteilt. Wallah, ich hab noch nie in einem Diss so viel Mutter gehört. Ich denk, ich triff das richtig mies. Wenn er kriegt Schmetterling in den Bauch, als wär frisch verliebt. Wenn ich will, mach ich aus dir ein TikTok-Meme. Doch jetzt bring ich dir dein Urteil wie Gericht. Landesgericht Düsseldorf. Nichts vollziehe. Auf meinen Nacken hast du Hype deines Lebens. Bin die Eins in der Szene und du leidest deswegen. Jetzt musst du Striche schweigen, weil du gerne Kinder anlockst wie das Disney-Zeichen. Okay. Wie mit mir, es wird ein Ende gebracht. Dein ganzes Leben lang hast du für Geld angeschafft. Du wirst bedroht und dann entführt. Bevor du diesen Track gehört hast, war ich schon an deiner Tür. Oh, jetzt sind wir mal gespannt, ob er irgendwas davon einblendet. Aber meiner Meinung nach kommt vielleicht hier gar nichts, sondern er wird jetzt ein Video nach dem anderen raushauen und diese ganzen Klicks mitnehmen. Das ist jetzt die Möglichkeit. Jetzt Werbung. Ich meine, Farid auf der anderen Seite macht's ja auch nicht anders, ne? Sichert euch eure Tickets und als ob die sich abgesprochen haben. Aber bei solchen Beleidigungen, Digga, glaube ich nicht, dass etwas abgesprochen ist. Ich hab dein Blut gefickt. Ja, okay, das war Bösemann, ne? Jetzt bin ich gespannt. Farid kam ja mit einer Überraschung, Digga, womit wir alle nicht gerechnet haben. Aber schaut mal, ich möchte euch ganz kurz einmal was zeigen. Okay, das habe ich jetzt einmal falsch geschrieben. Hier, das postet Barello, passt auf Instagram. Er postet Bösemann, also Bild mit Bösemann und schreibt, klärt Kampf zwischen King Bösemann versus Farid Bang. So, Link zum Song. Er supportet natürlich Bösemann, weil es sein Landsmann ist, ne? So, und dann, glaube ich, haben die ihn richtig gehatet, weil, passt auf gleich, beide sollen keine Eltern beleidigen und kämpfen, wäre wirklich krass. So. Leute, ich bin euch ehrlich, ja. Ich hoffe, Farid Bang und Bösemann versöhnen sich, Leute. Und die machen einen fairen Kampf, Leute. Eins gegen eins. Ohne diese Beleidigungen, ohne dies, ohne das. Weil, Leute, wenn einer zu denen nach Hause fährt und dann der andere, und dann stellt euch vor, die sehen sich irgendwann in echt und so, Leute. Voila, das endet nicht gut. Inshallah, die klären das mit
Worte oder im Ring oder so, Leute, aber wallah, ich mach mir. Fällt euch eigentlich was auf? Der bekommt jetzt langsam einen Bart. Sorgen wegen beide, wallah. So, guck mal hier. Assalamu alaikum. Okay, das hier, genau hier. Bei Allah, nur Liebe für meine Community. Aber manche sind so peinliche Sonderschüler, wallah. Bei Allah, die nehmen einen Rapper mehr in Schutz als deren Religion. Genießt die Show, was die zwei Jungs machen und kommt ein bisschen runter. Und dann schaut die, okay. Ich bin jetzt gespannt, Digga, auf Farid Bang, weil was hier passiert, keine Ahnung. Farid Bang, Skandal, Pipi Mann. Ich finde Bobby Van Damme und Farid Bang, das habe ich schon vorher gesagt, die könnten Brüder sein. Am Ende sind die verwandt. Jetzt Tickets sichern. Wallah, die machen alle nur Werbung. Farid ist so schlau, ne? Er lässt gar nicht zu, dass der Diss-Track alleine läuft vom bösen Mann, sondern er kommt direkt mit irgendeinem Konter zurück, damit die Leute nicht alle auf ihn gehen und sagen, boah, guck mal, böse Mann hat so gemacht mit dir, der hat dich schlafen geschickt. Er kontert direkt. Er ist schlau, Digga. Was für ein Scheiß. Was war denn das jetzt? Hä? Bin ich jetzt hier... Okay, hä? Moment. Wenn du... Also, keine Ahnung, ich will mal jetzt die Kommentare sehen. Guck mal. Ich bin für Pissgeräusche extra wach geblieben. Digga, ich muss morgen arbeiten, da habe ich auf Schlaf verzichtet. Ist der Plan, Streams auf Pissgeräusche zu haben? Klingelmenschen. Farid, sein Text reimt sich mehr als der vom Bösemann und Skandal trifft den Takt besser als Böse, krass. Wenn das nicht auf der Tour kommt, raste ich aus. Der Song ist zu gut. Purer Hörengenuss. Der Beat ist zu krass. Ohrwurm des Todes. Also ich sage euch ehrlich, da hat uns alle hops genommen. Also da war jetzt wirklich nichts Krasses, wo ich sage, oh. Der hat einfach gesagt, ja, heute gibt es Überraschung und Pipapo und dann kommt einfach nur sowas. Ich würde sogar sagen, wir gehen ganz kurz in eine Sache rein. Also bevor wir jetzt zu Ali Osman, Bösemann und Farid Bang allein zu Haus, bevor wir uns das anhören, hören wir uns ganz kurz Pocher-Prozess an, wegen der Ohrfeige. Das ist jetzt öffentlich nochmal richtig. Den Gerichtsflur in Dortmund nutzt er als Bühne. Während sein Strafverteidiger RTL West ein Interview gibt, sucht Fat Comedy das Rampenlicht. Was soll ich erwarten? Eine gemischte Tüte Bonbons? Nein, Spaß beiseite. Wir gehen sehr einsichtig in den Prozess rein. Meint ihr, ich kann Copyright bekommen wegen der Szene? Und dann schneide ich es einfach raus. Oliver Pocher erscheint heute kurz vor Prozessauftakt. Er wirkt ernst. Sagen will er im Vorfeld, ganz im Gegensatz zu Fat Comedy, nichts. Der Rapper erklärt, was seine Vergangenheit mit der Ohrfeigenattacke zu tun haben könnte. Ich hatte in meinem ganzen Leben auch häufig mit Mobbing zu kämpfen. Ich hatte sehr starkes Übergewicht. Ich habe bis vor 3 Jahren noch 250 Kilo gewogen. Gewalt ist natürlich niemals eine Lösung. Und man kann es auch nicht für gut heißen. Dieses Video hat Fat Comedy nach seinem Angriff im März... Das hat so seine Karriere versaut. ...März 2022 ins Netz gestellt. Der Rapper geht in Dortmund während eines Boxkampfs auf Pocher los. Er schlägt ihm ohne Vorwarnung ins Gesicht. Herr Pocher ist ja jemand, der schon dafür steht, dass er gerne andere niedermacht. Und als mein Mandant Herrn Pocher dann gesehen hat, kam vieles Aufgestaute in ihm hoch, hat sich da entladen. Und deshalb war die Ohrfeige auch so heftig. Ich glaube, dass das... Trotzdem ist Gewalt keine Lösung. ...in dieser Form gar nicht geplant war. Der Schlag verletzt das Innenohr des TV-Entertainers, hinterlässt aber keine bleibenden körperlichen Schäden. In einem Zivilprozess war der Rapper im Juli 2023 vom Landgericht Frankfurt zu 50.000 € Schmerzensgeld und Entschädigung verurteilt worden. Das Berufungsverfahren läuft.
In Dortmund geht es im Strafprozess heute um vorsätzliche Körper. Einfach ganze Presse, RTL ist alles ist da, Digga. Verletzung. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von 10 Monaten zur Bewährung mit einer Geldauflage. Das Urteil fällt aber deutlich milder aus. Der bereits vorbestrafte Rapper muss 120 Tagessätze à 15 Euro zahlen, also 1.800 Euro. Bruder, die haben irgendwas erzählt von 200.000, 300.000 Euro. 50.000, jetzt sind es 1.800. Zusätzlich trägt er die Verfahren... Aber er hat sich bei ihm entschuldigt. Das kommt dazu. Und Oliver Pocher hat die Entschuldigung angenommen. Korrekt. Kosten und die Anwalt. Er weiß jetzt, dass er das nie wieder macht. Ja, und die anderen, alle Zuschauer, wissen auch, dass man sowas lieber sein, also lieber lassen. Weil es kann auch Leute geben, die Entschuldigung nicht annehmen und richtig durchziehen, Digga. Und dann hast du... Von Pocher. Großer Erfolg für meinen Mandanten, das muss man ganz klar sagen. Hier sind ganz andere Strafen beantragt worden. Der Rapper entschuldigt sich nach dem Urteil erneut bei Pocher. Der hatte seine Entschuldigung vor Gericht nicht akzeptiert. Ich habe ihn dabei tief in die Augen geschaut und er hat auch gesehen, dass es auch wirklich vom Herzen kam und er hat auch die Entschuldigung angenommen. Trotz der angeblichen Versöhnung gibt Oliver Pocher heute kein Interview. Ja, ist doch schön. Wir haben die beiden Chere gemacht. Gut. Das haben wir. Jetzt würde ich sagen, oh, das ist ein bisschen lang. Ich habe noch einen 10-Minuten-Clip, den wir uns reinziehen können, bevor wir zu der Sache kommen. Coach Frankie beleidigt rassistisch Manuelsen. Und das nochmal vorhin. Also er hört nicht auf. Genau, das ist mein Mindset, allein Herzchen rein mit Afrika. Aber wenn dieser Obdachlose zu dir kommt oder zu uns kommt, sich vor uns stellt und uns bedroht, dann akzeptierst du doch, dass man sich verteidigt, oder nicht? Alles andere niemals. Da können so viele Welten wie wir. Also, alle bitte, Afrika und Herzchen rein. Und schreibt rein, wir lieben Afrika. Alle. Wir dürfen uns streiten, ja? So, ja. Arroganter, da heißt ein TikToker arroganter Afrikaner, mit dem will ich nichts zu tun haben. Den mag ich nicht, ja? So. Also, wir schaffen gleich 1.000 Zuschauer und dann geben wir Gas und ich habe euch was Kleines zu sagen und alle reinschreiben, wir lieben Afrika. Das ist wichtig, daran erkennt ihr, die YouTuber sind nur auf Hass gepolt. Ja? Die sind nur auf Hass gepolt und das werden sie niemals posten. Coach Frankie liebt Afrika und ich werde euch das beweisen. Ja? Und Manuelsen hat nichts mit Afrika. Er sagt, das würden sie niemals posten. Die reagieren doch gerade darauf, oder? Ich habe zu tun, ja. Macht alle ein Herzchen rein mit Afrika, mit dem Wort Afrika in Großschreiben. Warum? Weil er steht nicht zu seiner Kultur. Ja, dann können wir doch mit dir streiten, ja? Und alle meine Brüder, die Afrikaner sind, mit denen ich essen gehe, mit denen ich chille, ja? Die sagen alle, Digga, hau rein, Mann. Er sagte, wo haben wir eine Community? Was ist los mit dir, Mann? Mach einfach, Bruder, ja? Ja, so. Alle, bitte, 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 so. Ich fange jetzt an. Manuelsen, mein Herz, ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage und an meine jesidischen Brüder in Deutschland, ihr seid die Bosse. Bitte, 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 die Abu Chakas, eine Sache nur. Und bitte Herz hier mit Afrika rein. Herz hier mit Afrika rein und ich gebe Gas. Okay, an alle meine jesidischen Brüder, wir sind in der Grundschule mit euch groß geworden. Ich liebe euch. Ich habe selber jesidische Freunde. Ja, ich gehe zum jesidischen Laden. Pass auf. Wie kannst du Manuelsen mit Arafat telefonieren und chillen, wenn er über die Jesiden geschimpft hat? Man, an alle Jesiden macht ein Herzchen rein. Man muss sich doch auf eine Seite stellen. Er ist mit jedem, Manuelsen ist mit jedem, wo es gerade passt. Ja? Er war in Hannover mit jesidischen Brüdern. Ja? Er ist ein Manipulator. Er lernt extra eure Sprache, er lernt extra Türkisch, weil er weiß, er kommt nicht anders an Macht heran. Alle ein Herz für Jesiden. Alle ein Herzchen rein. Ich verstehe das nicht, Digga. Wenn der Mann gerne mit Kurden, Türken, Libanesen chillt, dann lass ihn doch. Ich habe das auch der Black Community gesagt. Ich habe gesagt, was ist denn schlimm daran? Wieso muss man jemanden abstoßen, wenn er auf einer türkischen oder kurdischen Hochzeit Halay tanzt? Hä? Verstehe ich nicht. Was macht er? Er lernt die Sprache und manipuliert. Er redet in der Stadt, was er gut kann, ist reden. Er redet in der Stadt gut, sammelt Connection. Also ich glaube, dass gut reden einige können, ne? Vor allem auf TikTok. Gut, nicht einige, aber Coach Frankie ist einer davon, der sehr gut reden kann.
und verspricht den Jesiden das, dann geht er nach Hannover, dann geht er nach Berlin, verspricht den das, aber an alle meine Rockerbrüder, an alle Jungs, der Typ kann nix, der Typ kann nix und er verarscht alle. Dann zweiter Punkt, macht alle ein Herzchen rein mit Afrika, Herzchen rein Liebe, schreibt rein, Coach Franke liebt Afrika, ich liebe Afrika, schreibt das alle rein, wir lieben Afrika. Zweiter Punkt, ich habe einen Anruf bekommen von deiner... Heißt es nicht in Deutschland, die Flagge ist bunt, wir sind alle hier vermischt miteinander? Also seine Aussage ist ja, jeder soll so in seiner Rasse bleiben, ja, dann ist es doch rassistisch, Digga. Warum? Ich dachte, wir sind alle so. Ja, wir gehören doch alle zusammen. Also warum getrennt? Warum muss ich mit Türken chillen? Ich kann doch mit wem ich will, kann ich chillen, Digga. Und vor allem hier in Deutschland herrscht Meinungsfreiheit, ne? Eigenen Connection. Du hast mit Dschihad Streit gehabt. Bitte an alle YouTuber, frag das mal. Du hast mit Dschihad Streit gehabt. Dschihad, mein Schatz. Bruder, entferne ihn von der Familie Al-Sain. Bitte. Und Copy-Paste mit Coach Frankie liebt Afrika, Melina, die ganze Zeit. Ja? Du hast mit Manuelsen Streit gehabt. Bruder, er wird dich abziehen. Er ist ein Manipulator, das weißt du, Dschihad. Geh von ihm weg. Dritter Punkt, Mois, ich entschuldige mich bei dir, dass ich dich beleidigt habe von ganzem Herzen. Und ich freue mich auf die Zukunft, mit dir Videos machen, irgendwas zu machen. Sobald du mich anrufst, Hamburg steht hinter dir. So. Dritter Hamburg Punkt. Steht hinter Manu dir. Manuelsen geht fremd mit einer kurdischen Sängerin, die schwarze Haare hat. Ich will ihren Namen nicht sagen. Ich weiß, ihr denkt, TikToker, Wahrheit ist fremd und so. Nein, überprüft das an alle YouTuber. Er hat eine Affäre mit einer Frau, die im Rollstuhl sitzt, die eine Kurdin ist, eine tolle Frau. Hat er schon angefangen, als er mit der Marokkanerin zusammen war, mit der Libanesin, Schlauchboot. Fragt ihn bitte, kennst du eine Frau, die im Rollstuhl sitzt, schwarze Haare hat und eine Sängerin ist? Ist eine kurdische Schwester von mir. Okay? Dritter Punkt. Alle ein Herzchen rein mit Afrika. Du hast Casey Rebel, du hast alle verarscht. Wisst ihr, wie er Leute verarscht? Bitte fragt ihn das, bitte, an alle YouTuber. Er macht mit Universal, macht er Verträge, redet mit denen, und zieht alle Newcomer überm Tisch. Er zieht alle Newcomer überm Tisch mit Casey Rebel. Und jetzt, mein Lieber, alle ein Herzchen rein, die Kess kennen, den Rapper. Kennt ihr den Rapper Kess? Den hat er auseinandergenommen und verraten. Und jetzt haltet euch fest, ich erzähle euch was über MPU King. MPU King hat er verarscht. Er hat MPU King verarscht. Die rufen mich alle an. Er hat Kess betrogen mit so viel Geld. Er hat Batu abgezogen. MPU King hat er abgezogen. DJ Stutter hat er abgezogen. Den Chef von MPU King. Ja, ich verpacke in Laborkapseln, deswegen Kurkuma. Ja, das ist Dings hier. Bitte fragt ihn das. Wie ist die Beziehung zwischen dir und MPU King und DJ Stutter? Wie ist da die Beziehung? Jetzt kommt ein Geheimnis. Alle ein Herzchen rein mit Afrika. Coach Frankie liebt Afrika. Alle ein Herzchen rein. Ich sag euch ein Geheimnis. Ich sag euch ein kleines Geheimnis, was vielen vielleicht aufgefallen ist. Alle ein Herzchen reinballern für Afrika. Alle. Ja? Und alle ein Herzchen rein für NRW. Alle ein Herzchen rein für NRW. Schreibt Afrika, NRW, Herzen. Okay? Ich erzähle euch was. Bitte macht einen Screenshot. Ja, an alle YouTuber, die YouTuber hassen mich. Okay, es sind nur Fragen. NRW, Herzchen rein mit Afrika zusammen. Und grün, schwarz, rote Herzen bitte. Rein damit. Von Liebe kriegen wir nicht genug. Liebe könnt ihr im Chat reinmachen, wie ihr wollt. Beschimpfung denkt zweimal nach. Manuelsen, erste Frage. Wieso fährst du noch im Auto? Du darfst gar nicht mehr fahren. Und jetzt, bei Allah, während Ramadan anfängt, alle ein Herzchen rein, die das gesehen haben, sagt Manuelsen in die Kamera. Bei Allah, ich habe keinen Cent durch MPU King und durch diesen Betrug bekommen. Alle ein Herzchen rein, die das gesehen haben. Auch meine Feinde, bitte gibt zu, dass das stimmt. Also da müssen wir uns mal alle an die eigene Nase fassen. Ne? An Ramadan so viel zu haten, Hass zu verbreiten, ist genauso schlimm wie auch wir darauf reagieren und Fitner machen. Ne?
Wir werden alle brennen für diese Sachen. Wir hoffen, Allah verzeiht uns. Habt ihr alle gesehen? Alle ein Herzchen rein. Jetzt haltet euch fest. Du hast von MPU King eine S-Klasse bekommen, mit der du gerade rumfährst. Das ist ein Geheimnis. Du hast keinen Cent genommen, aber eine S-Klasse? Bitte fragt ihn das alle. Leon, bitte raus. Okay, stimmen diese Informationen und wenn, woher weiß er das? Das ist so die Frage, ne? Alle ein Herzchen mit Afrika. Ich will mehr sehen, sonst höre ich auf zu reden. Afrika, NRW, Herzchen rein. Ich liebe Nordrhein-Westfalen. Lustigsten Menschen überhaupt, die coolsten Leute. Afrika, grün, schwarz, rote Herzen bitte dazu. In groß, Afrika. Schreibt rein, wir lieben Afrika. Wir dürfen doch wohl streiten, ich darf doch wohl Satire machen. Ich liebe alle Afrikaner. Also wieso ich sage, ob die Informationen richtig sind, weil er hat so oft Ansagen gedrückt und auch die Leute herausgefordert zu kommen. Und wenn die Leute dann an seine Tür kommen oder bis an seine Tür, an die Straße, dann kommt er nicht. Ja, also Coach Frankie ist schon irgendwo so ein Maulheld, ne? Müssen wir mal sagen. Anna, alle, es kommt nur auf den einzelnen Menschen an. So. Manuelsen, warum fährst du noch im Auto und suchst irgendwelche Online-Coaches? Zweiter Punkt, Manuelsen. Wisst ihr, die Leute sagen immer so, ja, er ist mit 3-4 Leuten gekommen. Er macht das doch öffentlich, ja? Er macht das öffentlich, dass er zu dir kommt, vor die Tür. Jetzt will ich mal eine Sache klarstellen. Das bekommen 2, 3, lass mal 500.000 Leute sein, die das mitbekommen. Vielleicht sogar 1 Million. Weil das öffentlicher Beef ist und jeder liebt Beef. Offene Reaction gibt es, Reaction. TikTok-Clips. Erreicht locker 1 Million. So, die kommen vor deine Haustür oder an deine Straße, sind 3, 4 Leute. Okay, fang doch an aufzunehmen oder geh doch live und sag, ich treffe mich jetzt mit denen. Und mal gucken, ob er auch manns genug ist, ob sich Leute einmischen oder nicht. Oder ob wir das alleine klären. So, und wenn die alle auf dich draufgehen, dann kannst du doch sagen, ich bin wie ein Mann dahingegangen. Die haben mich alle zu dritt, zu viert angegriffen, obwohl er das mit mir alleine klären sollte. Dann hast du gewonnen. So ein Ding ist das. Oder du machst 1 gegen 1, auch wenn du kassieren solltest. Du hast gestanden, Digga, wie ein Mann. Oder nicht? Also warum dieses, der hat den mitgebracht, dies, das mitgebracht und? Dann ist es halt so. Ich gehe live raus. Die Community-Zuschauer sind da. Und die sehen schon, ob alles fair läuft oder nicht. Und wenn es nicht fair läuft, dann kann man Krieg anfangen, aber richtig. Du sagst, du kriegst keinen Cent durch MPU-Betrug, hast aber eine S-Klasse von MPU-King bekommen von DJ Stutter. Der Name ist angemeldet, das Auto ist angemeldet auf jemanden auf Köln. Ich hab den Register hier, hab ich hier. Ich sag den Namen nicht, keine Sorge, dreh nicht durch. Ich dachte, du nimmst kein Geld, Manuelsen, nimmst aber eine S-Klasse. Angemeldet auf jemanden offiziell, der in Köln lebt. Ich will seinen Firmennamen nicht nennen. Wieso fährst du noch Auto, Manuelsen? Zudem, hör bitte auf, mich zu ärgern. Deine tunesische Frau, alle ein Herzchen rein, mit der du eine Tochter hast, Bruder. Sie ist sehr aggressiv. Eine Frau, die emanzipiert ist, so wie meine Frau, und die zurückschießt. Die durchdreht, wenn du so weitermachst. Hab ein bisschen Respekt, Bruder. Diese Frau ist Macht. Diese Frau redet mit mir, sie redet mit allen. Sie macht, was sie will. Weil sie eine anständige, emanzipierte, selbstbewusste Frau ist, die du nicht unterdrücken konntest. Manuelsen, steh zu der Affäre mit meiner kurdischen Schwester, die im Rollstuhl sitzt. Äußer dich dazu. Und wir vermissen alle ein Herzchen rein, wir vermissen alle Mäus. Ich vermisse Mäus. Mäus hat wenigstens Content gehabt, den hast du auch betrogen und abgezogen. Mäus hat wenigstens ein bisschen Unterhaltung uns geboten. Du bietest nur Hass. Dann habe ich eine Frage für dich. Was hast du für Afrika getan? Jetzt kommt noch ein kleines Geheimnis. Macht Herzchen rein für Afrika. Schreibt rein, wir lieben Afrika. Alle ein Herzchen rein. Jetzt kommt ein kleines Geheimnis, was sehr, sehr privat ist, ja. Und mich hat er Rufmord gemacht. Pedo hat er mich genannt. Mörder. Alles haben die versucht. Die haben Frauen bezahlt, dass sie mich anzeigen. Alles haben die durchgezogen, haben die nicht geschafft. Zusammen mit den Abu Chakas.
Ja, und zusammen mit Sinan G. Dann habe ich noch eine kleine Sache. Macht alle ein Herzchen rein. Wir lieben Afrika. Alle. Ja. Okay. Und ich habe 3 Adressen. Bitte. Das ist totale Show. Das ist alles Show. Ich weiß, wo du bist. Wer bist du? Auf einmal weiß er, wo ich bin. Auf einmal ist er 20 Meter neben mir. Dann ist er da. Bitte, bitte. Wir sind in Deutschland. 10 Euro gehst du zum Burger Center. Ja, bitte macht Emojis rein. Für 10 Euro kriegst du sofort Datenregister über jeden Burger in Deutschland. Ja, alle wissen das, ja. Dann habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn du mich suchst, warum machst du das so, dass jeder Polizeibeamte in Deutschland das weiß? Und hinter dir fahren 3 Kombis hinterher von der Polizei. Also sehr, sehr peinlich. Und alle meine jesidischen Brüder und alle meine Rockerbrüder, wir sind mit euch groß geworden. An alle Jesiden, an alle Kurden, an alle Libanesen. Überall, wo Manuelsen ist, ist die Polizei. Der Typ ist berühmt. Das LKA weiß alles. Das Telefon ist von ihm durchgesplasht ohne Ende. Das ist eine Gefahr für das Geschäft. Scheiß auf Fame. Scheiß doch drauf. So, also, Manuelsen unter uns mal, ja? Also, meiner Meinung nach müsste Coach Frankie sich für das N-Wort wenigstens entschuldigen. Weil er geht heute live und sagt, wann habe ich das N-Wort gesagt? Ich habe das N-Wort gar nicht benutzt. Hä? Wir haben doch alle die Memo gehört. Oder wurde das auch bearbeitet? Dein marokkanischer Imam, dein marokkanischer Bruder hat mich angerufen. Jetzt haltet euch fest. Ein Sunnite hat dich in den Islam konvertiert. Ich zeige allen Jesiden und allen Sunniten, was für ein Verräter Manuelsen ist. Bitte, die YouTuber hassen mich, aber hinterfragt das. Ein marokkanischer Ehrenmann hat ihn, ein Sunnite hat ihn konvertiert. Guck mal, wenn ihr zum Christentum konvertiert wird, dann muss das ein christlicher Gelehrter tun. Ja? Weiter, wir lieben Afrika, weiter. Wenn das wenn er Jeside werden will, dann muss das ein jesidischer Gelehrter tun, okay? Ja oder nein? Bitte. Ein Marokkaner, ich will seinen Namen nicht nennen, ein marokkanischer Ehrenmann, also auch ein Afrikaner. Ein Sunnite hat dich zum Islam konvertiert, dir verholfen, zum Islam zu konvertieren. Wie kommt das, dass du 313 tätowiert hast? Wie kommt das? Wie kommt das, dass du zu Hadrit Ali stehst? Wie kommt das? Ja? Du hast die Kurden einfach mitgenommen. Geschäftlich. Ja? Er macht das alles, um dazuzugehören. Aber heute im neuen. Okay, gut. Ich denke, für Freitag, fürs Wochenende war das ein guter Start, das Video. Ich habe nämlich noch einiges an Videos, was wir uns aber aufheben. Ich habe euch gesagt, da gibt es noch ein Statement. Also da sind einige so Sachen, die wir uns noch reinziehen werden. Ich muss leider mich beeilen. Ansonsten habe ich bis danke für euren Support. Ich küsse eure Herzen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video.